Hallo, ich bin der bereits bekannte Burnout. Ich fühle mich bei denen zu Hause, wo viel Stress und Überlastung herrscht. Euer Alltag immer so aussieht, werde ich mich bei euch sehr wohlfühlen. Ich habe Hunger. Ich muss mal auf die Toilette. Ich will aufstehen. Ich habe Durst. Wenn euer Alltag immer so aussieht, werde ich mich bei euch sehr wohlfühlen. Es wird ein Riesenspaß, meine Möbel aufzubauen, die in eurer Welt Symptome heißen. Ich habe unter anderem die Müdigkeit, Wut und Gereiztheit und die Schlaflosigkeit in meinem Möbelwagen. Oh, Burnout ist bei dir eingezogen. Der hat auch schon mal bei mir gewohnt. Ich kann dir helfen, ihn loszuwerden. Als erstes werden wir ihn kündigen. Eine To-Do-Liste hilft dir, den Kopf frei zu machen. Du musst lernen, Nein zu sagen. Auch dabei bleiben. Es können auch andere einspringen. Das Delegieren von Aufgaben ist wichtig. Frei nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Auch Unterstützung annehmen ist kein Beinbruch. Es müssen nicht immer 120% sein. Ruhig auch mal einen Gang runterschalten. 80% reichen auch mal aus. Gönn dir auch mal kleine Pausen. Dafür ist immer Zeit. Wenn du es immer so machst, hat Burnout gar kein Interesse mehr, bei dir zu bleiben. Ich gehe lieber woanders hin. Hier ist es zu ruhig. Es gibt noch viele gestresste Menschen.